da hinten. War der Ätherit? Ja, war er. Ich hab einfach schon alles abgequestet habe. Nein. Hä? Okay. Was? Seit wann das denn? Sollen wir ihn neu harmonisieren? Oder den habe ich tatsächlich nicht. LOL! Dann bin ich ja an dem immer vorbeigelaufen. Okay, dann weiß ich, was ich gleich machen muss. Ich muss da einmal hoch. Dachte echt, ich hätte alle. Ah ja, okay. Oh nein. Das folgende Ereignis kann nicht übersprungen werden. Es wird empfohlen, laufende Suchen in der Inhaltssuche abzubrechen. Oh nein. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir überziehen. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Das geht in die Hose. Ja, cool. Ich wollte Pookie Feierabend. Ich weiß, ich hätte da nicht draufklicken brauchen, aber ich wollte eigentlich die eine Quest doch beenden. Die eine Questreihe. Täuschen mich meine erschöpften, müden Augen? Ist das wirklich Etaria? Ich sehe, was, wer, wo, wie, was? Hä? Hä? Hi, na? Lange nicht mehr gesehen. Ah, sie ist es tatsächlich. Was für ein fröhlich-freudiger Tag. Es ist mir eine Ehre, dich wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Wir sind nämlich gerade damit beschäftigt, ein Buch über die Ereignisse von der Lichtflut bis zur Rückkehr der Dunkelheit zu verfassen. Dafür ziehen wir die Aufzeichnung all derer zu Rate, die gewillt sind, zu helfen. Tagebücher der Bürger von Crystallium, Dokumente aus Yulmors Archiven und die Erzählungen der Untertanen der Nacht zum Beispiel. Es geht uns darum, Augenzeugenberichte zusammenzustellen. Und du würdest unsere wichtigste Quelle sein. Ich habe eine Erklärung zur Seele zum Besten gegeben. Ein zentrales Element, um deine Reise zu beschreiben. Bei meiner Arbeit am Wesenskristall habe ich wichtige Erkenntnisse über interdimensionale Reisen erlangt. Das ist für ein prickelnd packendes Thema. Ich habe vergessen, wie anstrengend die sind beim Lesen. Ich habe endlos viele Fragen, die ich dir gern stellen möchte. Aber wenn du mir heute nur eine beantworten würdest, auf deiner Reise uns die Dunkelheit zurückzugeben, hast du so manchen mächtigen Gegner bezwungen. Sag, welcher von ihnen stellte die große Hürde für dich dar? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Einsamkeit in den Wahnsinn getrieben. Titania war es nicht. Ah, das war das Ganze, das an seinem Bruder auf den Schultern trug. Was für eine fehlgeleitete Selbstgerechtigkeit. Keine Ahnung. Ah, Lord Rothray, der einzige Herrscher von Yulmor, der letzte der Lichtbringer. Er schuf sein Paradies auf dem Berg Gulk, erklärte sich für allmächtig und gab sich den Namen Innocence. Eop. Deine Begegnung mit ihm war ohne Zweifel ein entscheidender Moment in der Geschichte dieser Welt. Wir werden seine Bedeutung in unserem Buch würdigen. Jetzt sollten wir uns aber schleunigst schnell auf den Weg machen, Moran. Wichtige Dokumente aus Yulmor warten auf uns. Natürlich, wir wollen wir danach gemeinsam speisen. Ich möchte deine Meinung über meine neuen Fassungen hören. Also dann, grüße deine Freunde von mir. Sie sollen auf ihre Gesundheit achten. Bitte erinnere besonders ihn daran, sich nicht zu überanstrengen, bis ihm die Ohren abfallen, wenn es sein muss. Okay. Bye bye. Arrivederci. Und wie viele kommen jetzt noch vorbei, die wir kennen? Nenu? Ist er nicht die Kriegerin der Dunkelheit? Oh Gott. War klar. Sie ist es wirklich. Was machst du hier? Wenn du zum Kämpfen gekommen bist, kann ich dich mit selbstgemachten Tränken versorgen. Lass das besser, Riki. Die Kriegerin der Dunkelheit bekommt sonst noch Bauchweh.
Wir sind hier, um Moron um Rat zu bitten. Die Stadtwache hat sich endlich bereit erklärt, uns das Kämpfen beizubringen. Aber zuerst müssen wir uns einen Kampfstil aussuchen. Ich will unbedingt Magier werden. Akio aber weiß noch nicht, welchen Weg er wählen soll. Zaubern ist nicht so mein Ding. Und es gibt ja noch Axt, Schwert oder Bogen. Alle Waffen haben ihren Reiz, deshalb kann ich mich nicht entscheiden. Also dachte ich, fragen wir Moron um Rat. Er weiß alles. Ich spiele über Steam, ja. Bei den anderen weiß ich es nicht. Er ist nicht da? Ach, schade. Dann frag doch die Kriegerin der Dunkelheit, was du tun sollst. Was meinst du? Soll Arki die Axt, das Schwert oder den Bogen in die Hand nehmen? Stell dir deine Feinde spalten, mit dem Schwert sollst du deine Freunde schützen, wie auf der Jagd. Schlachtfeld helfen. Nimm das Schwert. Das Schwert, damit wärst du wie... gesagt hat, dass das über die Internetseite spielen, das morgen bekommen. Okay. Das weiß ich nicht. Also wir haben, bei Steam haben wir ja beide Codes gekriegt. Wir haben einmal den Vorbesteller-Code gekriegt und wir haben den Endwalker Collector's Edition Code. Und der für die Collector's Edition ging noch nicht einzulösen. Da hatte ich einmal versucht. Das war aber noch nicht freigeschaltet, logischerweise. Und seit heute geht's dann, scheinbar. Zumindest habe ich es ja eben gerade gemacht. Ich glaube, hätte Zurit nichts gesagt, hätte ich das wahrscheinlich erst morgen gemacht. Weil ich halt von ausgegangen bin, dass man den Code halt erst morgen eingeben kann. Aber ja, scheinbar geht's heute, also zumindest bei uns schon heute. Wie gesagt, ich dachte, ich hätte das halt direkt morgen früh gemacht, bevor ich mich halt, ne, anmelde. Glaube ich das jetzt schon. Kann ich mir morgen meine Sachen angucken. Mails ab nach der Mail, wo ich irgendwie vorbestellt habe. Oh je. Yeah. Na gut, meine Vorbesteller-Sachen habe ich tatsächlich immer in einem extra Ordner gepackt, damit ich nicht so lange suchen muss. Wenn ich da zumindest extra Codes habe. Der Krieger des Lichts, Brandon. Juhu. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Das Buch leihen wir uns heute aus. Echt? Hoffentlich ist es da. Es ist nämlich total beliebt. Danke für deinen Rat. Ich werde mich daran halten und später vielleicht noch etwas anderes ausprobieren. Und wenn ich stark geworden bin, kämpfen wir. Versprochen. Oh Gott. Na dann, viel Spaß. Hab ich nicht gemacht und mich dann gewundert. Wusste nicht, dass ich nochmal einen Code in der Mookie Station eingeben muss. Doch, das eine. Also, ich wusste, dass man halt zwei Codes hat. Einmal halt für den Vorbesteller, dass du halt, ne, Freitag schon rein konntest. Und den für die Collector's Edition hatte man auch schon. Also das war ja immer in diesem Fenster, da stehen ja meistens die ganzen Produktschlüssel drin. Zumindest bei mir, wenn ich das Spiel starte, kommt dann halt immer die Liste mit den ganzen Produktschlüsseln und da stand Endwalker Collectors Edition auch schon drin. Es ging halt vorher nur nicht einzugeben. Vorher hat es vorher halt gesagt, nö. Ja? Logischerweise. Wurde dann aber wohl heute freigegeben, dass man das machen kann. Gehe ich jetzt mal, ne? Gut, Annahme. Wie gesagt, mein Code habe ich halt, seit ich vorbestellt habe. Nur war nicht einlösbar. Tja, mit knittrigen Büchernwürmern und wunschträumenden Kindern spricht sie. Aber sie hat einen Augenblick an. Aber sie hat keinen Augenblick an mich gedacht. Nein, das hat sie natürlich nicht. Was? Ach, die Fee, oder? Gewartet und gewartet habe ich, aber sie hat einmal da. Aber sie hat einmal daran gedacht, sich ihres Zweiglein zu ändern. So ein herzloses Bäumchen. Kalt und gemein und herzlos. Feo. Warum höre ich da einen Stich Ironie in deiner Stimme? Wo ist die Liebe, der Respekt, die Bewunderung? Die habe ich zu Hause gelassen.
Aber ich werde es dir nachsehen. Dieses eine Mal. Ich weiß ja, dass du beschäftigt bist. Also, mein Baum des Glanzes. Die Welt steht vor ihrer Zerstörung, richtig? Woher ich das weiß? Du und ich, wir sind verbunden. Ich kann leichter in dich hineinsehen, als in einen hohen Baumstamm. Oh Gott. Ich würde dir so gerne helfen, aber wir Feen sind mit diesem Stern verwoben. Wenn er geht, gehen wir mit ihm. Alles, was ich für dich tun könnte, wäre, dich in einen süßen Traum fallen zu lassen. Jedes Leid wäre vergessen. Ich weiß, dass du das nicht willst. Also wirst du dich mit deinem sterblichen Freund abwackern müssen. Oh, das sind ja... Oder sind ja die, auf die du gewartet hast. Ich frage mich, wie diese Geschichte ausgeht. Ja, frag mich mal. Stunden später? Lina! Sächen. Entschuldige die Verspätung. Ja, lass mich warten. Dass wir uns endlich wiedersehen. Ihr habt bestimmt viel zu besprechen, also lasse ich euch allein. Den Umbilikus habe ich bereits aufgespürt, damit du jederzeit hinein kannst. Die Warteschlangen werden ab morgen noch schlimmer werden. Maybe. Maybe. Wie schön, dass es allen gut geht. Auch Tancred. Ich bin in letzter Zeit eher angespannt. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass irgendwas Schlimmes passiert sein könnte. Vielleicht mache ich mir auch nur zu viele Sorgen. Ich meine, was weiß ich schon? Ich bin zwar das Orakel des Lichts, aber ich habe noch nie mit Heiligen gesprochen oder ihren Ruf vernommen. Trotzdem, ich habe immer etwas in mir gespürt, die Verbindung zu etwas unglaublich Großem. In den letzten Tagen ist dieses Gefühl irgendwie instabil geworden. Es entfernte sich, kam näher und war wieder weiter weg. Er kam näher und kam wieder, wurde, ne, und so. Dann bin ich nachts plötzlich aufgewacht. Es war schrecklich, ich fühlte mich komplett abgetrennt. Ich öffnete das Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Und zu meinem Entsetzen stand der ganze Himmel in Flammen. Wie bei dem Sternenregen. Ich glaube, schlimm wird es über Weihnachten. Ich bin ja froh, dass ich dann über Weihnachten nicht zocke. Beziehungsweise über Weihnachten werde ich fertig sein. Ich könnte mir vorstellen, dass ich Ende nächster Woche schon fertig bin. Diese Woche werde ich es, glaube ich, nicht schaffen. Muss ich auch nicht. Muss mich ein bisschen zügeln. Ich will es nämlich noch nicht beenden. Der Himmel war bald wieder normal, als wäre es nur ein Trugbild gewesen, das nur ich gesehen habe. Niemand sonst hat es bemerkt. Alles war wieder wie vorher. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet, so halb verschlafen, wie ich war. Weißt du etwas darüber? Wenn ja, dann musst du es mir sagen. Egal wie fürchterlich die Wahrheit ist. Wir stehen vor dem Ende, das wir in der Mauritz sahen. Wir alle? Aber wie ich schon sagte, im ersten Splitter sind die Dinge noch in Ordnung. Also mach dir um uns bitte keine Gedanken. Konzentriere dich ganz auf deine Aufgabe. Es geht uns gut. Und selbst wenn nicht, wir haben gelernt zu überleben. Wenn die letzten Tage uns hier erreichen sollten, werden wir einen Ausweg finden. Aber so weit ist es ja noch nicht. Du wirst uns auch diesmal retten. Egal unter welchem Himmel. Ich werde immer an dich denken. Juhu. Eine neue Waffe.
Das will ich noch nicht öffnen. Schick. Echt schick. Passt nicht ganz zu meinem Outfit, aber schick. Könnte man aber färben wahrscheinlich, ne? Blau sieht halt auch geil aus. Was? Ja, aber ich färb's noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie die nachfolgende Rüstung aussieht. So, warte mal. Also, ah, ich hab die ja noch gar nicht. Ankunft in Elpis. Nein. Oh, Amaros. Gleich wieder rein. Ja, weg. Will ich nicht. Okay. Sehr schön. Dann nehme ich die eine Quest wenigstens noch an. Das heißt, du gehst jetzt zum Umbilicus, um mit Elidibus zu sprechen. Dann werde ich Lina hinterhergehen und mit ihr besprechen, wie wir uns auf das Ende vorbereiten können. Deswegen verabschiede ich mich jetzt. Aber wir werden uns wiedersehen. Das weiß ich ganz genau. Ja. Wo muss ich jetzt nächstes hin? Da kann ich mich da nämlich vorne hinstellen. Und irgendwie jetzt einmal nach da oben kommen. Ich will morgen meinen Hermetiker, damit ich länger was von Endwalker habe. Wenn ich in die FG mit kann. Jo, kannst du machen. Kannst du machen. Luna! Warte mal. Mein Zweihorn. Ernsthaft? Einfach ein Geräusch. Team Fock, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid. Oh, ich komme um die Ehrenrunde nicht drum herum, ne? Ah, oh, was gab's für euch? Dead by Daylight wieder. Ich hoffe, ihr hattet hattet schöne Runden. Oder habt ihr zusammengespielt mit der Community. Kann ja auch sein. Und ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Nikolaus. Beziehungsweise, ich wünsche euch allen auch noch einen schönen Nikolaus. Und, ja. Vor allem das Geilste ist, ich wollte eigentlich Feier haben. Aber bei Raiders, bei meisten halbe Stunde länger. Kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. Einmal die Raider begrüßen. Luna!
Danke für Donkey. Wenn er mit dem Work fertig wollte. Alles gut, alles gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß im Lurk. Natürlich auch herzlich willkommen an alle, die du mitgebracht hast. Und ruh dich jetzt aus. Warte mal. Luna, bleib da mal stehen. Warte mal. So. Ich hab's mal halbwegs gut hingekriegt, oder? Warte mal. Na, okay. Der eine Arm geht da noch durch. Halb hingekriegt. Luna sticht mich mit ihrem Horn. Das tut weh. Autsch. Ich hab ein Horn im Gesicht. Ich will auch das Outfit haben, Luna. Ich will auch das Outfit haben. Das ist cool. Das ist wahrscheinlich das Ding zum Boden. Bogen. Das klingt falsch. Ja. Gut, das ist ja auch ein Hybrid. Luna ist mein kleines Baby-Zweihörnchen, weil sie zwei Hörner hat. Einmal da, an der Schulter und einmal auf dem Kopf. Stech ein Pfötchen rein, weiß nicht, was daran falsch ist. Nein, überhaupt nicht. Okay, gut. Luna stößt als ihr Horn. Na, das Bild bekomme ich jetzt nicht so schnell mehr aus dem Kopf. Nee, ich auch nicht. So. Da ist euch Raider mal. Wir sind zwar glücklich im Mikroten. Ja, das sind wir. Das sind wir. Oh. Ich mag euch. Wir dich auch. Wir dich auch. Schön. Gut. Gucken wir uns die nächsten 10 nochmal an. Wenn ich drin bin, sind wir 3. Alter, gibt's hier was umsonst? Hi. Ja, ich grüße dich. Lass mich rein. Bitte. Lass mich einfach rein. Gott, lang, lang ist her. Biometrische Identifizierung abgeschlossen. Was ist euer Begehr? Eingabe bestätigt. Der Ruhemodus des Sokosturms wird beendet und die Suche nach Subjekt Elidibus wird gestartet.
Suche erfolgreich. Treffer im subterranen Bereich. Hauptenergiespeicher. Die Bildübertragung wird gestartet. Ich habe geträumt von schönen, friedlichen Tagen. Du hast mich erweckt. Was mag das zu bedeuten haben? Erzähle mir alles. Ich habe die Welt aus den Augen verloren und ich spüre keine Verbindung zur Zodiac mehr. Na, so kurz darf ich dir das gleich mal zeigen. Echt? Sehr geil. Ich bin gespannt. Es ist also tatsächlich geschehen. Er ist gefallen und die Seelen meiner Brüder sind zurückgekehrt. Es schmerzt mich, dass das Verderben, das wir aufzuhalten suchten, sich nun Bahn bricht. Aber dies ist jetzt eure Welt. Und die Verantwortung für sie liegt auf euren Schultern. Wie dem auch sei. Wenn Van Daniel dafür verantwortlich ist, habe ich als Elidibus eine letzte Pflicht zu erfüllen. Dank deiner jüngsten Einmischung habe ich Erinnerungen an den Konvent der 14 zurückgewonnen. Und ein paar davon möchte ich mit dir teilen. Hör schon auf. Ich tue bloß meine Pflicht. Also, wo fange ich an? Was du über die letzten Tage herausgefunden hast, stimmt mit unserem Wissen größtenteils überein. Das Gestirn litt dort zuerst, wo die Astralströme am schwächsten waren. Van Daniel war der Erste, der das bemerkte. Natürlich nicht der Van Daniel, den du kennst, sondern der Ursprüngliche, der zu dieser Zeit den Titel trug. Nachdem er das Phänomen ans Tageslicht gebracht hatte, wollte er es mit Leib und Seele verhindern. Ohne sein unvergleichliches Wissen über das Firmament wäre uns der Zusammenhang mit den Astralströmen wohl verborgen geblieben. Der jetzige Van Daniel, zweifellos ein anderer, doch übernahm er nicht die Seele unseres Kollegen. Dass gerade er das Ende der Welt herbeisehnte, ist bitter. Elpis, ja, den Namen kenne ich. Aus unserem Zeitalter. Aber er stand für einen Ort, nicht für eine Blume. Elpis war eine Testanlage für Kreaturen, die durch Schöpfungsmagie geschaffen wurden. Nur die Saat des Lebens, welche wir als würdig ansahen, wurde in die Welt entlassen. Der ursprüngliche Van Daniel war Leiter dieser Anlage, bevor er dem Konvent der 14 beitrat und seinen Titel erhielt. Vorher nannte er sich Hermes. Götterbote. Ich bin Hermes der Götterbote. Aber wie und ob das alles mit den letzten Tagen zusammenhängt, das weiß ich nicht. Die Kristalle enthielten Erinnerungen an den Konvent der 14, aber so gut wie nichts über das Leben seiner Mitglieder, bevor sie berufen wurden. Elpis selbst wurde in der Apokalypse zerstört. Nicht einmal Ruinen sind übrig geblieben, die du erkunden könntest. Du warst in Elpis. Ich habe dich dort gesehen. Woher kommt diese Erinnerung? So bruchstückhaft. Das dürfte doch gar nicht sein. Und warum macht sie mich so?
entschuldige. Vieles ist im Trüben. Aber eins ist kristallklar geworden. Du musst nach Elpis. In das Elpis der Vergangenheit, als Hermes es leitete. Der Götterbote. Als ich in die Erinnerungen des Exarchen sah, lernte ich nicht nur, wie man jemanden durch die Dimensionen zieht. Ich erfuhr auch, wie der Turm wirklich funktioniert. Und da ihr mich und meine gesamte Essenz in ihm versiegeltet, ist er nun bis in die Spitze mit Energie gefüllt. Das sollte reichen, um dich in die fernste Vergangenheit zu schicken. An die richtige Stelle, zur richtigen Zeit. Habe ich mal erwähnt, ich hasse Zeitreisen? Aber angesichts der Äonen, die zu überqueren sind, wird das Tor nicht vollständig zu öffnen sein. Deine Gestalt wird noch flüchtiger sein als die der Krieger des Lichts, die ich rief. Niemand wird dich sehen. Niemand wird dich hören. Du wirst deine Umgebung wahrnehmen, aber mach dir keine Hoffnungen darauf, sie beeinflussen zu können. Die Realität, in die du zurückzukehren wünschst, ist das Resultat der letzten Tage. Nichts, was du tust, wird die Tragödie ungeschehen machen. Nichts wird das Leid und die Trauer beseitigen. Wirst du dein Schicksal in meine Hände legen? Wirst du die Reise antreten? Dann soll es so sein. Dies wird meine letzte Handlung als Elidibus, als Fürsprecher sein. Ich sag dir, was du zu tun hast. Zuerst muss der Äther des Turms für den Teleportzauber kanalisiert werden. Gut. Das Tor sollte sich bald öffnen. Gehe jetzt ins Okular. Bibi! Der Ätherfluss ist stabil. Alles ist, wie es sein soll. Geh nun. Der Teleport ist sicher. Ich gebe dafür den letzten Funken meines Seins. Was denn? Hast du nicht zugehört? Ich sagte doch, dass dies meine letzte Handlung sein wird. Zodiac ist fort. Es gibt keinen Grund mehr für mich zu verweilen. Ich kehre heim. Zu meinen Brüdern. Und diesmal ist es nicht bloß ein Traum. Geh, Kriegerin des Lichts, und blicke nicht zurück. Also dann, Heidelin, ich verabschiede mich. Damit bist du die Letzte, die übrig bleibt. Die Letzte der Alten und Wahren. Du wirst sehr einsam sein. Sieh deine Einsamkeit als ein Abschiedsgeschenk an. Von Zodiac. Du hast nun das Schicksal des Gestirns in Händen. Du und deine Eltern.